Unsittliches Verhalten in Form von Nacktheit in der Öffentlichkeit? Stalken der Frauen? Paletten-LP! Was bist du denn für ein... Meine Damen, ich kann mich nur für das Verhalten meines Sohnes entschuldigen. Es tut mir wirklich leid. Moin Leute, herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Minecraft Freedom. Ihr seht es schon im Hintergrund, dort befindet sich die Vorratskammer. Bitte haltet euch an eure Ration, 5 Brokkolis teilen sich einen Menschen. So haben sich die Brokkolis in der letzten Folge auch verhalten. Das sind nämlich wahre Barbaren, die wir aber aus unserem Dorf vertreiben konnten. Glücklicherweise, jetzt geht es noch darum, dass wir sie aus Labor 69 vertreiben, um dann hier endlich uns wichtigeren Dingen zu widmen. Und meine Damen und Herren, ganz am Anfang möchte ich sagen, heute am Sonntag gibt es einen Minecraft Freedom Livestream hier auf YouTube von 19 bis 20 Uhr mit German Let's Play, mit Maudado, mit Zombie. Es wird einiges passieren und Zombie lässt hier schon die ganzen armen Menschen frei. Das finde ich auf jeden Fall... Freedom! Die sind doch Brokkoli-Futter. Nein! Das war die Rache der Brokkoli. All die Jahre wurden Brokkoli gegessen. Ihr kommt hier nie mehr raus. Nein, alle, das ist wie Minecraft Keller 2.0. Leute, kommt hier raus. Nein, wer hat hier eine Feuerfalle gebaut? Ja, das war ich. Oh, oh, oh. Menü. Ach, da oben sind die, sind noch die sinnlosen Diegos. Kommt mal mit. Alter, das ist ein Loch in der Wand malen. Zack. Zack. Aua. Oh nee, das ist noch ein Baby-Brokkoli. Wo denn? Aber es ist nur ein Einzelner. Okay, ja, ja, ist wichtig, dass wir alle ausradieren. Nicht, dass die da ist er! Schnapp ihn! Ist tot. Okay. Was macht denn der? Obwohl, eigentlich bringt's gar nichts, die komischen Diegos mitzunehmen, weil die können sowieso nicht. Lebt meine Frau noch oder wurde die gegessen? Warte mal, ich guck mal kurz nach. Lebt noch. Lebt noch? Ja, lebt noch. Sally lebt auch noch, glücklicherweise. Okidoki, Freedom Squad. Dann lasst uns jetzt ganz schnell in den guten alten, in das Labor 69 gehen. Oh! Edgar ist auch wieder da. Mit dir talken wir später. Ah, jetzt kommen hier die ganzen Diegos. Okay, Diegos, ihr könnt gerne mitkommen. So, komm schon. Hast du noch nicht die Leiter runter? Ja, genau. Wir müssen doch das schaffen. Ja, die teleporten sich dann wahrscheinlich direkt hinterher. Manuel Zombie, seid ihr auch da? Ja, ja. Ihr seid zu schnell. In einer halben Stunde bin ich da. Du hast einen sehr langen Monolog geführt. Oh, nee, da unten sind ja auch, oder? Ja, genau, deshalb... Das habe ich in der letzten Folge übrigens gemacht. Seid ihr bereit? Auf 3 geht's los. Hab ich gedrückt. 10, 3, 2, 1. Okay, 3, 2, 1. Angriff! Ja! Ja. Oh Gott. Nicht in den Treffer. Okay, ich mach hier vorne fertig. So leicht ist es aber gar nicht. Ich zieh sie durchs Feuer. Ja, ich zieh die Tesla-Waffe. Okay, ich habe richtig viele gebraten. Alter. Alles kein Problem. Lecker gekrillter Fisch. Ja, der ist eigentlich wirklich gar nicht so toll. So, ihr werdet auch noch ein bisschen essen. Ich habe ein Feuerzeug, ich zieh sie an. Das ist die perfekte Taktik. Ich flankiere sie. Okay, die verbrennen alle wunderbar. Zack. Boah, Alter, die halten aber doch teilweise mehr aus, als ich dachte. Aber das Problem... Oh, Gott. Ich habe einen Brokkoli gecombot. Okay, snackt sie weg. Ich gehe jetzt mal ganz schnell. Ich habe das letzte Mal nämlich einen klitzekleinen Fehler gemacht. Denn wir haben Professor Ente durch ein bisschen befreit und dann habe ich ihn wieder eingesperrt. Das war ein bisschen kleiner Fail. Das ist ein Prank. Ja, das war ein Classical Pedizzle. Ich gucke euch gerade zu, wie ihr... Glaubt ihr euch gegenseitig kaputt? Ja, ja. Was macht ihr denn da? Oh. Wo guckst du uns zu? Ich sehe dich nicht mal. Ja, ich bin ins blaue Ding reingegangen. Einfach da schön, zackig-knackig, Diesel folgen. Jawohl. Alter! Professor Ente, was bist du denn für eine Maschine? Der hat hier die Waffe gezückt und irgendwie so vier... Hier ist ein Baby-Brokkoli. Junge. Hä? Der hat eine Krone auf. Und irgendwie scheint er auch irr ich mich oder ist der Baby-Brokkoli größer als die anderen? Ein bisschen. Professor Ente, was bist du denn für eine Maschine? Da seid ihr ja endlich. Junge, seit wann weißt du, wie man eine Waffe aufrecht hält? Pah, ich gehe Gewalt normalerweise aus dem Weg. Aber hier habe ich mal eine Ausnahme gemacht. Junge, Professor Ente. Wer ist dieser kleine Brokkoli in der Zelle? Und weshalb trägt er eine Krone?
Er ist der selbsternannte Anführer der Brokkolis und Patient Zero. Er ist auch der einzige Brokkoli, der scheinbar Stufe 2 erreicht hat. Sein Körper ist bereits weiterentwickelt als die anderen Brokkolis. Hier, was machen wir jetzt mit ihm? Wird er nicht weitere Brokkolis produzieren? Wir müssen ihn wohl oder übel wegrecken. Keine Sorge, ich habe ihm ein Mittel verabreicht, welches seine Fortpflanzung mit sich selbst stoppt. Das aber, ich weiß noch nicht ganz genau, wie du das gemacht hast, Professor Ente, aber Daumen hoch für dich. Aber was machen wir jetzt mit ihm? Ich würde sagen, er kommt vor das Freedom-Gericht. Ein fairer Prozess ist die einzig logische Konsequenz. Zumal war er der einzige von diesen Dingern, der sich ergeben hat. Wir könnten ihn jetzt nicht einfach ohne Prozess länger einsperren oder gar töten. Ja, okay. Das stimmt. Wir nehmen ihn jetzt erstmal mit und dann wird ihm der Prozess gemacht. Okay. Der will unser Rechtssystem ausnutzen. Der ist intelligent. Ja, ja, wir müssen aufpassen auf den Brokkoli. Das ist aber schon eine schicke Krone, Alter. Komm mit hier. Folge mir. Warte mal. Ah, nee, ich lass die Dinger mal lieber stehen. Nicht, dass sie uns irgendwie, wenn man versucht, die abzubauen, dass sie dann irgendwie noch auf den armen kleinen Pedissel schießen. Na, übrigens, du kleiner Diego. Hä? Wieso kleiner Diego? Ein Diego. Ist ein Diego. Was? Ich sehe hier keinen. Doch, einer ist hinter dir. Oh, haben sie sich weiterentwickelt? Können sie jetzt unsichtbar sein? Ja, die Diego. Das wäre mal eine sinnvolle Fähigkeit von Diego. Ich hatte auch einen Kommentar gelesen. Oh, Baby Brokkoli! Oh Gott. Junge, richtig. Das ist doch Glas. Achso, ihr habt da jetzt Glas? Aha, Gott sei Dank. Ich hab das nicht gesehen. Ich habe nämlich Connected Textures an. Jetzt seh ich ihn auch wieder. Jetzt sehe ich aber Baby Brokkoli nicht mehr. Ach doch, da. Hallo, Baby Brokkoli. So, dann können wir jetzt auch nochmal schnell mit dem guten alten Edgar talken, was der denn so zu erzählen hat. Jetzt hat er sich nämlich wieder in unser kleines Dorf getraut. Ich seh irgendwie nur den Hintern von Zombie. Oh, okay. Ja. Wow. Ja. Ist das wenigstens ein hübscher Hintern? Ja, du hast den schönsten Po, den ich jemals gesehen habe, Zombie. Ja. Warte. Aua. Ein kleiner Klapser. So, Edgar. Scheinbar konntet ihr den Angriff der Brokkolis abwehren. Ja, und wir konnten den Anführer gefangen nehmen. Zumindest glauben wir, dass er der Anführer ist. Perfekter Zeitpunkt für das verbesserte Rechtssystem der Stadt. Genau, meine Damen und Herren. Und zwar, es gab ein paar Verbesserungen, denn das Rechtssystem war noch nicht 100%ig ausgereift. Jetzt wird es aber so sein, dass die Community insgesamt 10 Stimmen hat. Pro 10%. Das bedeutet, sagen wir mal, ihr sagt, soll Caitlyn sterben? Und 50% von euch sagen, ja, sie soll sterben. Dann bekommt sie 5 Stimmen. Wir bekommen jeweils 3 Stimmen pro Person. Und wir werden das auf jeden Fall heute im Livestream noch testen und gucken, wie das denn alles so funktioniert. Da könnt ihr auf jeden Fall drauf gespannt sein. Apropos Rechtssystem. Das zählt aber auch. Was nee, denn? Das zählt doch erst ab 51%, oder nicht? Nein. Also selbst schon ab 10? Oder wie? Nein. Manuel, pro 10%. Pro 10% eine Stimme. Ja. Also wenn 26% sagen, wird's aufgerundet? Ja, es wird aufgerundet. Ah. Dann haben die 3 Stimmen dafür gewotet. Genau. Und dann die anderen 70% sind die Stimmen dagegen. Klingt jetzt vielleicht für den einen oder anderen ein bisschen kompliziert, aber wie gesagt, im Livestream werden wir das heute ein wenig testen. Und ja, aufgrund der neuen Lage, ich würde gerne, lieber Edgar, Einspruch gegen das Urteil gegen Caitlyn einlegen. Das ist das Wort, was ich gesucht habe. Manuel hat mich komplett aus dem Konzept gebracht. Denn, ganz ehrlich, die Brokkolis, guck dir das an, was die mit uns gemacht haben. Und Caitlyn sitzt da immer noch unten in der Kohlemine. Was hast du da, Manu? Noch nichts. Brokkolifleisch? Ja, die haben Brokkolifleisch getropft, als wir die getötet haben. Aber ist hier nicht irgendwo gerade hinter mir der arme kleine Brokkoli? Ach, dem stört das nicht. Der guckt schon weg. Guck mal, wir essen deine Familie. Dazu kann ich wirklich nichts sagen. Das muss das Freedom-Tribunal entscheiden. Okidoki, Edgar. Dann hoffen wir mal auf das Beste. Leute, ihr könnt jetzt oben rechts abstimmen. Und dieses Mal wird es eine simple Abstimmung sein. Nur vom Freedom-Tribunal bedeutend, also nur von den Zuschauern. Ihr könnt jetzt abstimmen. Soll Caitlyn noch eine Verhandlung bekommen? Ja oder nein? Soll sie weiterhin in der Kohlemine schmoren? Oder soll es doch noch eine kleine Verhandlung geben, die dann eben auch im Livestream abgeschmatzt wird? So! Jetzt, wo ihr die Brokkolis aus der Stadt geschossen habt, können wir uns jetzt ja wieder anderen Dingen widmen. Unsere Stadt benötigt immer noch ein größeres Gefängnis, einen Marktplatz und ganz wichtig, eine Schule. Okidoki, darum kümmern wir uns auch auf jeden Fall
kleiner Edgar Fratz. Das wird auch noch eine sehr, sehr wichtige Sache für den Livestream sein. Dort werden wir dann das Dorf ein wenig erweitern. Das ist auch noch die Frage, wohin wir das Dorf, weil Marc... Ach so, Baby Brokkoli! Du musst ja noch ins Gefängnis erstmal. Bist du... der läuft mir die ganze Zeit hinterher. So, komm schnell hier rein. Weil das ist einfach super nervig, dass das Gefängnis hier einfach komplett an der Seite ist. Und auch wie das funktioniert, die Zellen. Wir können ja kaum Leute unterbringen. Baby Brokkoli! Ach, hier hat jemand den Hebel abgebaut. Hat noch jemand einen Hebel? Oh nee, ich hab zwei Hebel. Warum fehlt denn hier ein Hebel? Ich hab zwei Hebel, aber ich bin noch ein paar Meter weit weg. Ich bin gleich da. Okay, ja, Baby Brokkoli scheint sowieso. Ja, der läuft an der Seite hin und her mit dir. Okay, ja, warte. Hebel ist da. Perfekt, dann muss er hier mal irgendwie. Och, Baby Brokkoli. Kann ich den nicht irgendwie schieben? Ja, ich kann ihn schieben. Okay, Baby Brokkoli. So, zack, rein mit dir. Schieb ihn rein. Rein mit dir, Baby Brokkoli. Komm schon. Nein, doch jetzt nicht. Ach komm. Nein, warte. Komm, ich mach einfach zu. Zack, da ist er auch safe. Nein, komm, wir schaffen das jetzt. Ja, warte, ich muss ihn aber auf... Stopp. Nein. Er muss auch warten. Okay, das passt. Hier ist er auch safe. Dann sage ich hier, Diego... Zack, du wartest, du passt auf ihn auf. Das sind eigentlich die perfekten Gefängniswärter, die Diegos. Stimmt. Junge, die... So groß wie eine Tür, sogar noch größer. Die zermalmen einfach jeden, der versucht, da irgendwas anzuleiern. Die werden einfach komplett destroyed. Zeig ich, knack ich schnell mal was essen. So, und es gibt übrigens auch noch eine Neuerung. Es ist jetzt möglich, hier vorne Anklageschriften hineinzuwerfen. Sperrt Paletten-LP weg? Er ist krank. Dieser kranke Nudist? Weg mit Palette? Meinen die mich? Ja, weg mit dir. Nee, ich bin doch kein Nudist, aber ich bin doch... Warte mal. Stopp. Jeden Monat eine neue Frau. Stopp. Warte mal. Ich hab doch... Ich muss... Hier gibt's Paletten-LP. Warte mal, ist der hier? Nee, das ist Werner. Ja, aber du bist der Echte. Nee, hier. Paletten-LP. Ein Sohn von mir. Alter, was du... Der sieht schon ganz schön pervers aus, der Junge. Ja. Vor allen Dingen, der ist auch noch ledig. Dieser Kranke. Oh, er hat ein Geschenk für mich. Kohle. 7 Kohle, oh. Danke. Ah, für Alter. Mich auch. Kohle, warte, dann guck ich mal schnell. Für mich auch. Ladies, wie könnt ihr denn sowas sagen? Mein armer Sohn. Sag ich, knack ich. Denn jetzt kann man hier unten drunter und sämtliche Anklageschriften, die geschrieben werden, kommen dann hier unten rein. So, warte mal, was geht denn hier ab? Ich gehe mal wieder nach oben. Zack. So, was ist denn hier los? Anklage gegen Paletten-LP. Sohn von Paluten und Cameron. Unsittliches Verhalten gegenüber verschiedenen Frauen aus dem Dorf. Oh. Della, Briley, Kaylee und Carly. Unsittliches Verhalten in Form von Nacktheit in der Öffentlichkeit? Stalken der Frauen? Paletten-LP! Was bist du denn für ein... Meine Damen, ich kann mich nur für das Verhalten meines Sohnes entschuldigen. Es tut mir wirklich leid. Es war ein Unfall. Unfall weiß ich nicht. Vielleicht Deine Hosen sind aus Versehen runtergefallen. Ja, meine Damen und Herren, damit haben wir den zweiten Fall. Ihr könnt jetzt oben rechts abstimmen, ob Anklage erhoben werden soll gegen Paletten-LP. Aber mein armer kleiner Sohn, der ist doch... Ach Gott. Oben rechts könnt ihr jetzt abstimmen. Soll er heute im Livestream angeklagt werden? Ja oder nein? Stimmt ab. So, Leute, das war's mit der heutigen Folge. Heute um 19 Uhr gibt es, wie schon 90.000 Mal angesprochen, einen Livestream von 19 bis 20 Uhr mit dem Freedom Squad. Und ja, freut euch drauf, seid auf jeden Fall dabei, würde mich echt freuen. Und der Link zum Livestream ist unten in der Videobeschreibung. Und ja, ich wünsche euch allen jetzt noch einen traumhaften Tag. Der Livestream wird auf YouTube sein. Schaut bei Zombie, Maudado und German Let's Play vorbei. Morgen um 14 Uhr geht's weiter. Haut rein. Ciao, ciao. Tschüss.